Ist das denn möglich, eine Top-Karriere zu machen, prominent zu werden, reich zu werden, obwohl man in der Schule versagt hat, obwohl man in der Schule sitzen geblieben ist, obwohl die Noten nicht hervorragend waren? Aber klar, das ist absolut möglich und ich werde Ihnen jetzt 10 top-prominente Menschen nennen, die alle in der Schule sitzen geblieben sind. Mein Name ist Martin Wehrle, übrigens jemand, der auch mal sitzen geblieben ist, auch wenn ich nicht top-prominent bin, und ich bin Karriereberater und Buchautor. Und hier bin ich wieder und ich fange schon an mit dem ersten richtig prominenten Menschen, der sitzen geblieben ist. Ich meine, man kann sich's ja vorstellen, dass man vielleicht, wenn man einen Beruf hat, bei dem man vor allen Dingen Show macht, dass man da keine Schultalente braucht. Aber wenn wir jetzt an einen Literaten denken, an einen großen Literaten, an einen Nobelpreisträger und Romancier erster Ordnung, kann man denn so einen Beruf ausüben, obwohl man in der Schule sitzen geblieben ist? Oh ja, das funktioniert. Ich spreche nämlich von Thomas Mann, dem großen Schriftsteller aus Lübeck, der fantastische Romane wie zum Beispiel die Buddenbrooks geschrieben hat und der auch den Mut hatte, während der Nazizeit aus den Vereinigten Staaten hier den Deutschen ins Gewissen zu reden und gegen Hitler zu agieren. Ich komme auf den zweiten Prominenten zu sprechen. Der hat es geschafft, der prominenteste Showmaster Deutschlands zu werden. Das ist jemand, der wirklich druckreif formulieren und sehr spontan antworten kann. Sein Name, Sie kennen ihn alle, wetten, dass Sie ihn kennen, müsste ich viel besser sagen. Thomas Gottschalk, der ist auch sitzen geblieben. Dann wurde er Lehrer, schließlich wurde er Radiojournalist und dann startete er als Showmaster durch. Ich komme auf den dritten Top-Prominenten zu sprechen. Bislang habe ich Leute genannt, die waren nicht in der Wirtschaft im eigentlichen Sinne tätig. Schafft man es denn, der oberste Chef in einem großen DAX-Konzern zu werden, obwohl man sitzen geblieben ist? Dann gehen Sie mal nach Stuttgart und fragen Sie einen gewissen Jürgen Schremp, den ehemaligen Daimler-Chef. Der ist sitzen geblieben und hat es dennoch in der Wirtschaft sehr weit gebracht. Das als Ermutigung für alle Bewerber, die immer denken, schlechte Zeugnisse seien ein K.O.-Kriterium. Ja, ich komme auf den vierten Prominenten zu sprechen. Ein bekannter Schauspieler, den haben Sie alle schon im Kino gesehen, den haben Sie alle schon im Fernsehen gesehen. Sein Name Uwe Ochsenknecht, auch er ist sitzen geblieben und hat es dennoch weit gebracht. Jetzt als fünfter möchte ich jemanden nennen, der lebt leider schon nicht mehr, war ein fantastischer Talkmaster, ein Intellektueller, der auch tolle Bücher geschrieben hat. Der Roger Willemsen, ein richtig großer Denker und auch der ist in der Schule sitzen geblieben. Ich werde nachher ein paar Worte dazu sagen, warum es gerade so intelligente Menschen mit dem Sitzenbleiben treffen kann. Das ist bestimmt noch spannend für Sie. An sechster Stelle steht ein Politiker, der es zum Ministerpräsidenten gebracht hat. Ein Politiker, der manchmal, wenn er frei spricht, noch ein bisschen wie ein Schüler wirkt, der Nachhilfe gebrauchen könnte, aber in Europa eine wichtige Rolle auch als Politiker gespielt hat, nämlich der Edmund Stoiber. Auch er ist sitzen geblieben. Und jetzt, das ist kein Witz, den ich Ihnen jetzt erzähle, das ist kein Witz, obwohl derjenige, über den ich spreche, ein wirklich witziger Mann ist. Es gibt ihn auch als Film, es gibt ihn auf CD und es gibt ihn in jeder Weise auf der Bühne. Ich spreche von Otto Waalkes. Auch Otto hat eine Ehrenrunde gedreht, was ihn nicht an einer großen Karriere gehindert hat. Ich komme auf einen achten Politiker zu sprechen, der zum Beispiel Außenminister war, eine große Persönlichkeit in der FDP. Ich rede nicht von Genscher, ich rede von Guido Westerwelle, den ich übrigens das erste Mal richtig mochte, als er wirklich verletzlich war, als er schon krank war, krebskrank in einer Talkshow saß und sich von einer menschlichen Seite gezeigt hat. Das war das erste Mal, dass ich Sympathie für ihn empfand. Intelligent hat er immer gewirkt, eloquent erst recht. Guido Westerwelle ist auch einmal sitzen geblieben. An neunter Stelle auf meiner Liste, da steht jemand, der ist wohl der Late-Night-Erfinder in Deutschland, der dieses Format hier aus den USA eingeführt hat, der es prima übernommen hat. Jemand, der ganz schnell im Kopf ist, aber in der Schule ist er halt auch sitzen geblieben. Sein Name, Sie wissen es vielleicht schon, Harald Schmidt. Und jetzt an zehnter Stelle, es fehlt ja noch einer, es fehlt der Bundespräsident, der sitzen geblieben ist. Raten Sie mal, wer das sein könnte, ehe ich Ihnen dann sage, warum es diese ganzen Menschen erwischt hat und warum nicht die versagt haben, sondern die Schule. Das wird spannend, ich verspreche es Ihnen. Wer ist der Zehnte, über den ich spreche? Ich spreche von Christian Wulff,
Der ist in der Schule auch sitzen geblieben, hat ihn nicht daran gehindert, Ministerpräsident und auch Bundespräsident dieses Landes zu werden. Jetzt zur Frage, warum hat es denn diese ganze Reihe von prominenten Menschen mit Hochintelligenten darunter, ob wir jetzt den Thomas Mann oder den Willemsen oder den Harald Schmidt nehmen, warum hat es diese ganze Reihe erwischt? Ich will es Ihnen sagen, weil das System der Schule ist auf die Norm ausgerichtet, auf den durchschnittlichen Schüler. Und es kann durchaus sein, dass ein überdurchschnittlich intelligenter Mensch, auch ein hochintelligenter Mensch, sich von der Schule unterfordert fühlt und deshalb schlechte Leistungen bringt. Also wenn die Lehrer denken, der kann nichts, dann kann er vielleicht viel mehr und ist einfach nur gelangweilt. Außerdem muss ich mal sagen, wenn man solche Potenziale hat, wenn man solche großartigen Schüler da sitzen hat, dann liegt es natürlich auch an den Lehrern, die Potenziale zu erkennen und die Potenziale zu fördern. Und das habt ihr ja vielleicht bei diesen Prominenten, über die ich gesprochen habe, im späteren Verlauf ihres Schullebens noch geklappt. Ich verlinke Ihnen ein kritisches Video von mir über unser Schulsystem, wie die Schule uns anlügt. Schauen Sie sich das unbedingt an, denn da finden Sie wichtige Zusammenhänge zu diesem Video hier. Ich freue mich, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Bitte mit Glocke, dann kriegen Sie immer eine Nachricht, sobald ich ein neues Video hochlade. Ich freue mich drauf. Ihr Martin Wehrle.